Ich grüße euch mit meinem Licht und mit meiner ewigen Liebe. Ich bin Isis. Heute spreche ich zu euch, um euch zu helfen, in dieser schweren Zeit des Wandels besser mit eurem Leben klarzukommen. Zunächst möchte ich, dass ihr wisst, ihr seid nicht alleine. Ihr seid auch nicht gering entwickelt oder schlechter als andere Menschen, sondern ihr seid einfach inmitten eines großen, tiefen Umwandlungsprozesses. Eure Welt ist noch immer in großer Aufruhr. Und vergesst nicht, das, was sich in großen Teilen eures Planeten im Außen abspielt, das spielt sich mehr oder weniger stark ausgeprägt in einem jeden Einzelnen von euch ab. Wachstum, Erneuerung, Reinigung. Ich weiß, so oft schon habt ihr diese Worte gehört und ich weiß auch, dass ihr manchmal müde seid bei manchen Herausforderungen. Manche Dinge scheinen wiederzukommen, obwohl sie schon längst aufgelöst waren. Sie scheinen heftiger und stärker zu sein als jemals zuvor. Ich weiß, wie groß eure Sehnsucht nach Frieden, nach Geborgenheit, nach Liebe und nach Ruhe ist. Glaubt mir, denn auch ich habe menschliches Leben gelebt und weiß um die schlimmsten Qualen, die man im physischen Körper erleben kann. Doch habt Vertrauen, ihr seid nicht alleine und die Dinge, die sich in euch zeigen, sind einfach nochmal alte Aspekte eures Seins, die im Moment dabei sind, euer Energiefeld zu verlassen. Wie ein mächtiges Gewitter, das in dem Moment, in dem der Sturm und der Donner tobt, unangenehm und schrecklich ist, doch wie schnell scheint die Sonne nach einer solchen Reinigung. So auch meine Bitte an euch, geliebte Seelen, und ich weiß, wie oft ihr diese Worte schon gehört habt, schenkt den Dingen im Außen nicht so viel Energie, sondern taucht ein in den Zustand der Erdung und der Zentrierung, in den Zustand des immerwährenden Jetzt, in dem ihr sicher, reich und glücklich seid, immer und zu jeder Zeit. Macht euch bewusst, das, was im Außen geschieht, sei es in eurem Leben oder sei es in der Welt oder natürlich auch beides zusammen. Das, was geschieht, geschieht und es ist ein wichtiger und mächtiger Prozess, die Balance wiederherzustellen, Reinigung und Erneuerung zu schaffen. So nehmt es an, das was ist, und sagt in eurem Herzen, ja, es ist so, ja, ich bin in dieser Zeit, doch ich weiß, dass ich behütet und beschützt bin, und ich freue mich auf das neue, helle, lichtvolle, denn die Freude, geliebte Seelen, auf das, was in Kürze sein wird, wird euch die Kraft geben, das auszuhalten, was euch im Moment Mühe macht. Wichtig ist auch, dass ihr euch schützt, denn es ist viel kollektive Angst, viel kollektive Panik, viele kollektive, wie ihr es nennen würdet, negative Wellen unterwegs, die euch ebenso in Aufruhr versetzen. Und nicht alles, was euch unwohl fühlen lässt, ist eure Energie. Deswegen ärgert euch nicht darüber, dass ihr euch fühlt, wie ihr euch fühlt, oder darüber, dass ihr krank seid
Oder darüber, dass ihr schon wieder eine Herausforderung habt, nehmt es an und wisst, alles gehört zum großen Ganzen dazu. Nehmt es an und seid gnädig mit euch, denn ich versichere euch, ihr habt euch wahrlich mächtig weiterentwickelt und der Zweifel darüber, dass dem nicht so ist, dient euch nicht. Wenn nochmal etwas Altes auftaucht, was schon längst überwunden zu sein schien, so glaubt nicht, dass ihr nicht weitergekommen seid. Nein, dem ist wahrlich nicht so. Es ist einfach die Energie der Zeit, die alles wie ein Vulkan hinausschleudert, was nicht zu euch gehört, auch wenn es längst vergessen war. Es ist viel mehr wie das Betrachten eines alten Filmes, der einem nicht unbedingt lieb ist, den man aber doch irgendwie fasziniert noch einmal im Fernsehen anschaut. So ist es mit den Dingen, die euch quälen. Schaut sie euch an und wisst, ihr könnt den Knopf drücken, um diese Dinge abzuschalten. Seid gewiss, und ich will euch dabei helfen. Das Zweite, was ich noch angesprochen habe, ist der Schutz. Eine wunderbare Möglichkeit ist die grüne Pyramide. Visualisiert einfach, wie eine emeraldgrüne Pyramide an vier Seiten um euch herum einrastet und sich fest im Planeten Erde verankert. Ihr könnt diese Pyramide über euch selbst visualisieren, über eure Familie, über euer Zuhause, über eure Arbeit, über alles, was euch wichtig ist. Und an dieser Pyramide wird alles, was von außen auf euch einströmt, nicht mehr hindurchgehen. Gleichzeitig will ich in dieser Pyramide eine mächtige, weiß-grün-violette Lichtsäule manifestieren, wenn ihr mir das erlaubt. Und diese Lichtsäule wird ab dem Moment, ab dem ihr eure Erlaubnis gebt, alles, was sich innerhalb eurer Pyramide befindet, was euch quält, was euch nicht gut tut, sofort in Licht verwandeln und eurem weiteren Wachstum und eurer weiteren Erhöhung dienen. So nehmt euch Zeit, geliebte Seelen, jeden Tag eine Minute und visualisiert die grüne Pyramide des Schutzes um euch und gleichzeitig meine Lichtsäule. Und das, was in eurem Bewusstsein ist, was euch quält, atmet in die Lichtsäule und es wird in dem Augenblick des Atmens verwandelt. All das, was euch nicht gut tut und nicht in eurem Bewusstsein ist, wird ebenso verwandelt. Ihr seid getragen und behütet in dieser Zeit des Wandels. Und ich habe auch noch eine kleine Bitte an euch. Diese Bitte wird euch weiterhelfen, weiter zu wachsen und auch eurem Planeten und dem gesamten Universum. Nehmt euch jeden Tag ein paar Minuten Zeit für euer Glück. Beschenkt euch mit etwas, was euch glücklich macht. Ein liebevoller Gedanke, eine Blume, ein Augenblick in der Sonne. Irgendetwas, was euch glücklich macht. Sucht danach an jedem Tag und bringt es nur ein paar Minuten in euer Leben. Vielleicht kannst du auch ein Symbol für Glück in dem Raum erschaffen, in dem du dich am wohlsten fühlst. Vielleicht ein Stein oder eine Postkarte, ein Foto, eine Blume, irgendetwas, was dich an dein Glück erinnert. Und in dem Moment, in dem du auf dieses Symbol blickst, verbindest du dich mit deinem Glück und aktivierst es in jeder Zelle deines Seins. Und von dieser Energie aus
Lobe dich selbst, geliebte Seele, wie weit du dich entwickelt hast. Der Zweifel und das dich selbst klein machen dient dir nicht. Wisse, es ist einfach Energie, die im Moment transformiert wird. Schütze dich und übergib das der Lichtsäule, was dich quält, und den Rest will ich für dich tun. Und dann verbinde dich erneut mit deinem Glück und so gehe durch den Tag. Ihr werdet alle noch viel unglaublich Kostbares, Wundervolles, Liebevolles erleben. Auch wenn die Zeit des Wandels noch eine kleine Weile andauern wird, ihr seid getragen, ihr seid beschützt und ihr seid immerzu überströmt mit unendlich tiefer, bedingungsloser, göttlicher Liebe und Freude. Ihr seid behütet und beschützt und solange das Licht währt, seid ihr getragen und unendlich geliebt. Und das Licht währt ewig. Namaste.